Venedig ist vor allem im Februar während des berühmten Karnevals voll von Touristen. Ihr Erfolg als Touristenziel könnte der italienischen Stadt nun zum Verhängnis werden. Denn die UNESCO hat empfohlen, Venedig auf die Liste des bedrohten Welterbes zu setzen. Die UNO-Kulturorganisation stimmt im September über die mögliche Neueinstufung ab. Massentourismus, ein Bauboom und der Klimawandel setzten der Lagunenstadt immer mehr zu, bilanziert die UNESCO. Außerdem hätten neue Hochhausprojekte einen negativen optischen Eindruck hinterlassen. Venedig drohten irreversible Schäden, wenn die Behörden nicht mehr zum Schutz der Stadt täten. Dabei seien zuletzt keinerlei Fortschritte erkennbar gewesen. Die UNESCO hatte Venedig 1987 zum Weltkulturerbe erklärt. 2021 war die Stadt einer Einstufung als gefährdetes Kulturerbe knapp entgangen, nachdem die Behörden viele Kreuzfahrtschiffe aus der Stadt verbannten. 2019 besuchten rund 33 Millionen Touristen Venedig.